Fotos mit den Last-Kickern René Renner und Tobias Laval. Kicken im Soccer-Funpark. Und Autogramme von Lieblingsspielern holen. Tipps von Profikickern gibt's in der Plus-City dazu. Ich war früher auch nicht, der beste Fußballer. Ich bin in die Akademie nicht aufgenommen worden. Ich glaube, das Wichtigste ist, einen Spaß haben, immer weitermachen. Mehr da wie die anderen, dann kann es jeder schaffen in Österreich. Das schaue ich auch, dass ich jeden mitgibt. Zur Nachwuchsmeisterehrung ist auch der ehemalige Profifußballer Michael Konsel gekommen. Das Wichtigste ist, jetzt sind die Jungs stehen im Mittelpunkt und das macht mir besonders Spaß, weil die haben ja wirklich großartige Leistungen gebracht und werden dafür geehrt. In der Plus City dreht sich neben den Nachwuchskickern alles um die Stars der oberösterreichischen Bundesligisten. LASK, SV Ried, Vorwärts Steyr und Blau-Weiß Linz. Erstens einmal bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir nach 2 Jahren Pandemie den Jungen, den Kickerinnen und Kickern wieder eine derartige Bühne bieten können. Das ist nicht selbstverständlich. Natürlich ist diese Rahmenbedingungen, die wir hier in der Plus City vorfinden, ist natürlich der Tupfen auf dem I. Und ich glaube, jedes Kinderherz und auch jeder Jugendliche hupft hier höher. Aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, auch die Eltern, glaube ich, haben damit eine ganz große Freude. Trainer Christian Rammel ist stolz. Auch sein Team wird ausgezeichnet. Viele in der Mannschaft trainiere ich, seit die Kinder 6 Jahre alt sind. Also die verfolge ich jetzt oder betreue, begleite seit 7, 8 Jahren. Und ja, man sieht, wie sie heranwachsen, wie so ein, ja, wie der Ehrgeiz kommt, ja, da ist das Kindliche verschwindet und ja, jetzt sind es richtige Jugendliche, halb Erwachsene schon. Ja, schön zum Zuschauen und wenn der Erfolg dann auch noch dabei ist, ist das natürlich auch für die Trainer eine super Bestätigung. Herzlichen Glückwunsch! Das Schöne ist ja, die setzen sich ein, die haben ein Talent, aber machen auch was draus. Und das ist eine Grundhaltung, die wird zu Recht vor den Vorhang geholt. Man soll Kinder wirklich sehr, sehr zeitnah und sehr, sehr jungen Jahren an den Sport heranführen. Wir haben ja heute Kinder, die teilweise Probleme haben, sich zu bewegen und zu laufen. Sport ist wichtig. Wir brauchen für einen gesunden Körper und einen gesunden Geist einfach die Bewegung. 53 Meisterteams sind ausgezeichnet worden. Sie alle gehen mit einer Urkunde und Medaille nach Hause.